Ich kann mal wieder ein bisschen den Leuten sagen, dass ich da bin. Ist ja nicht uninteressant für euch. Für euch, die ihr gerade nicht dabei seid. Kurz hier. Wo bin ich? Ziemlich langweiliger Thread, Stream. Aber ich will ja, dass ein paar Leute da sind, ne? Das wollen wir ja alle. Zumindest a painting a day sollte möglich sein, oder? A painting a day. Kriege ich das hin? Hoffentlich auch bald auf YouTube. Live. Könnte eigentlich auch mal kurz das auf anderen Kanälen machen. Und nicht auf Teddy's in Space. Was mache ich denn? Ah doch! Teddy's in Space. Kaboom! Da, ich habe gerade Bilder hochgeladen zum Ah, der Stinkefinger wurde schon geboten. Auf den Stinkefinger. Stinkefinger? Den ich gestern gemalt habe. Schaut im Notfall in die Clips, ihr Faulschweine. Gibt's doch nicht. Jippet doch nicht hier. Kurz gucken. Ich habe gestern versucht, dem Geppetto zuzugucken. Und, jetzt wird alles Sinn machen. Warum ist jetzt mein? Ich will meinen. Ich will. Was mir gefällt. Ich will. Was mir. Kennt ihr das Lied? Ich will. Was mir gefällt. UKW. Sollen wir kurz reinmachen? Es gibt bestimmt 100%, wie ich jetzt auf YouTube wird's. Absoluter Nonsens, Neudeutsche Welle. Ja! Sachen. Träume sollen Schäume sein. Richtig geile neue deutsche Welle Breaks. Die Gitarristen waren sich übrigens auch nicht zu schade, dann so richtig so zu. Ich meine, das ist ein cooles. Ich meine, die Message, ja. Die Message ist ja sehr gut. Ne? Wollen wir ja mal. Ach, fick dich. Ich bin schon, ich hab schon. Nee, stimmt gar nicht. Es wurde mir jetzt gekündigt, weil meine Kreditkarte. Da seht ihr mal, wie schnell ich mir geht. Weil meine Kreditkarte gedingselt wurde, ne? That's the way. That's the way love goes. Fünf Menschen schon wieder. Ja, ich stream, wenn andere Menschen arbeiten. Scheiß, ich stream, wenn fünf Leute nichts Besseres zu tun haben, als mir beim Stream zuzugucken. Dann streame ich, meine lieben Menschen.
Ich mach jetzt mal, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich bin jetzt richtig frech. Ich bin ja viel mit, und ohne IKEA-Regal im Hintergrund geht man eh nicht steil. Mal mehr bei Bibi abschauen, bitte. Du Spacko, das ist ein IKEA-Regal. Mhm. Diese beiden Dinger sind die Bilderhalter von IKEA. Außerdem sieht sie gerade aus wie Sau übrigens, ganz nebenbei. Ich freue mich schon, wenn dieses... Obwohl, eigentlich finde ich das cool, jeden Tag... Wer bist du denn, Hochfeld, überhaupt? Ach Gott. Was habe ich denn hier schon wieder angerichtet? Was mache ich denn hier? Ich muss mal kurz gucken, dass da mit der Tischcam auch wieder geht. Schauen wir mal, der Hogefeld. Fuzzi. Fuzzi! Fuzzi, ich denke öfter an dich. Ich habe auch gestern an dich gedacht. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber bei deinem Posting, es geht mir alles sehr nahe. Und ich denke manchmal an dich. Auch wenn wir uns gar nicht kennen, denke ich manchmal an dich. Komisch, ne? Die Welt. Also erstmal habe ich mir gedacht, I'm breaking the law und ich mache jetzt einen blauen Schnabel. Warum auch nicht mal einen blauen Schnabel machen? Ah, beinahe die Nasenlöcher vergessen. Endlich vergaß ich den Stream mal nicht. Canucci Breaker. Mit was malst du denn da? Hey, die Frage. Endlich mal fragt es jemand. Ich male mit Oilbars, nicht mit Ölkreide, falls das jetzt dein zweiter Kommentar wird. Und Oilbars ist Ölfarbe, zum Stift gepresst, sozusagen. Ist wesentlich pigmentöser und leuchtkräftiger als Ölkreide. Und man muss es auch nicht fixieren. Pestvogel. Nein. Es ist ein Mitraten. Es wird, ich weiß selber noch nicht genau, wohin die Reise geht. Das ist das Schöne bei diesen total crazyen Monstern. Oh, ich habe gerade eine geile Idee. Ich habe gerade eine coole Idee. Ich habe gerade eine richtig gute Idee. Gucken, wie ich die umsetze. Das wird spannend, Kinders. Also Vogel ist natürlich schon mal spot on, Fuzzi. Oder Hogefeld oder wie auch immer. War etwa der Name Fuzzi schon vergeben? Ich habe eine Idee. Yeah, yeah, yeah. Wen erinnert es nicht an die Sportschau? Dieses
gibt's schon einen ungefähren Termin für die kommende 10-Leute-Folge. Weißt du was? Frag doch mal den Memo. Der hat nämlich seit gut 3 Wochen die Aufnahme, die er schneiden wollte, von der letzten Folge. Vielleicht sollte der sich mal dazu äußern. So. Jetzt muss ich kurz nachdenken, wie ich das mache. Ja, es wird nicht einfach, meine Idee. Bin ich eigentlich im Bild ein bisschen? Kann ich noch mehr von der Seite kommen? Wenn man jetzt so über die Kamera, den Kameraschwan halt, wenn man sieht, wie verdreckt er ist von Farbe. Unglaublich. Unbelievable. Oh Mann, geht mir das Ding hier auf den Sack. Alles so wackelig. Was soll der Dreck? Dann mache ich hier nochmal. So. So. Habe ich Lust offen. Mag ich erzählen, wie ich es geschafft habe, von der Malerei zu leben? Das würde ich auch gerne wissen, wie ich das geschafft habe. ich muss jetzt hier erst, ich muss mal ganz kurz mich konzentrieren. Wie mache ich denn das? Ich hier was ein Stück dazwischen oder nicht? Ich mach's so. So. Wie habe ich das geschafft? Naja, also erstmal lebe ich natürlich von der Hand in den Mund. Und ich mal viel. Ich habe schon immer viel gemalt. Ich habe in der Schule angefangen, Comics zu zeichnen. Ab der 5. oder 6. Klasse habe ich meinem Vater kopiert und dann in der Schule verkauft. Ich war sowieso immer, im Nachhinein, wenn ich mir das so bedenke, war ich immer ein sehr getriebenes Bürschlein, ein ohne mich jetzt selbst loben zu können, es ist einfach Fakt, dass ich immer gerne gemacht habe. Und ich konnte auch echt bis spät in die Nacht da sitzen, weil es mich einfach immer das Ergebnis wollte ich immer da haben. Falls du verstehst, was ich meine. Ich wollte immer das fertige Bild sehen, das fertige Comic, die fertige Stilllebengeschichte oder was auch immer. Und deswegen habe ich halt viel gemalt und eigentlich habe ich gedacht, ich würde Grafikdesigner werden. Und irgendwann ist mir aber aufgefallen, dass Grafikdesign viel zu sehr einfach nur Bildmaterial zusammenstellen ist, nicht eine clevere Werbekampagne im besten Falle noch ausdenken. Und das ist eigentlich so Werben. Also für irgendein Scheißprodukt sich was. Ich meine, ich will nicht diese ganze Branche. Ich mache ja auch ab und zu Illustrationen, ja, für Leute, die praktisch in dieser Branche noch immer tätig sind oder tätig sind. Und ich muss gestehen, dass das bringt auch manchmal Spaß. Aber ich mag es total, meine Freiheit zu haben. Und als ich mit dem Studium, auf der Hälfte des Studiums aufgehört habe zu studieren, weil ich in eine Entziehungskur gegangen bin, wegen einem kleineren Drogenproblem, bin ich danach, habe ich gedacht, ich mal ein bisschen und habe bei mir um die Ecke in einem Café ein paar Bilder aufgehängt. Und diese Bilder haben sich so schnell verkauft, dass ich gemerkt habe, hey cool, meine Kunst wird angenommen. Und dann habe ich
mit diesem Thema damals, was nämlich, hast du früh dein Talent dazu erkannt oder war es mehr so, dass du einfach Bock hattest? Kann jeder so malen lernen, solange er Leidenschaft hat? Genau. Jeder. Jeder, der Lust hat, du musst einfach viel zeichnen, dann wird das ganz automatisch. Also natürlich ist leicht gesagt, ich glaube natürlich schon, dass ich auch ein bisschen Talent hatte, aber ich kann wirklich sagen, ich habe Leute, die nicht talentiert sind, gerade im Grafikdesign-Studium, enorme Fortschritte in wenigen Monaten machen sehen, einfach weil sie viel gezeichnet haben. Und natürlich ist es nicht schlecht, wenn man jemanden hat, der einen so ein bisschen einweist, also der einem sagt, guck mal, achte mal mehr hier drauf. Aber eigentlich lernt man durchs pure Zeichnen, einfach durchs Learning by Doing, wird man besser. Und gerade Stillleben versuchen nachzuzeichnen, so ein Volkshochschulkurs kann auch nicht schaden, ne? Oder so ein Mal- und Zeichenkurs, wo man so ein bisschen Proportionen lernt. Aber ich hab das alles gemacht, als ich Kind war, dass ich so Stillleben auch dachte. Ich dachte einfach, das gehört, ein Künstler muss Stillleben malen in einer Zeit und muss auch abstrakt malen. Und dann habe ich auch so Bücher geholt, wo man dann so sah, wie man so einen Obstteller praktisch, wie man so einen Obstteller erstmal skizzenhaft, um die Proportionen zu kriegen, einmalt, aber ich habe vor allem die Sachen gemalt, worauf ich Bock hatte. Also ich habe die Comics gemalt. Ich kann nachher mal, wenn ich es schaffe, noch mein Handy kurz rausholen. Ich war nicht bei meinen Eltern diesen Sommer und da habe ich so einen Stapel Comics gefunden, die ich gezeichnet habe. Und da habe ich gemerkt, also viel habe ich echt vergessen wieder. Und ich dachte immer, ich hätte ein fotografisches Gedächtnis. Aber da war von so Conan der Barbar-mäßige Sachen, so Gro hieß der Held, bis Skater, Vampire, Kommissare. Es war immer das, worauf ich selber gerade irgendwie in meinem Leben Bock hatte. Also ich wollte nie Kommissar werden, aber ich hatte dann halt auf so Krimi-Comics Bock gehabt. Und da habe ich einfach gezeichnet. Immer. Punker, Sex-Comics, das waren dann so die kleinen grünen Männchen, falls ihr die kennt, von Ibanez war das, glaube ich. Da habe ich dann Hunde gemacht, die wollten immer vögeln. Und ja, ich habe wirklich... Und da habe ich irgendwann mit Graffiti angefangen. Und da habe ich mich dann auch mehr mit Farben dadurch beschäftigt. Aber meine Comics waren vorher immer schwarz-weiß und vielleicht die Bilder, die ich gemalt habe, waren farbig. Und man hat experimentiert, sich mal Ölfarben gekauft, sich mal so Kreide gekauft. Aber es ist halt, man muss es halt auch machen, ne? Also es bringt nichts, einfach nur sich so ein Set zu kaufen, einmal hinzusetzen und dann zu sagen, ja, geht so. Sondern man muss natürlich auch ein bisschen Durchhaltevermögen an den Tag legen. Das erachte ich für sehr wichtig. Hey Philipp, Langtreppensteiger. Bist du denn wirklich ein Treppensteiger oder ist einfach nur ein lustiger Name? Es gibt ja so Leute, die so bei so Treppenläufen mitmachen. Was wahrscheinlich extremst in die Beine geht. Hi Lang. Auf der Kur habe ich festgestellt, dass Malen beruhigt. Ging oder geht es dir auch so oder ist da viel Arbeit bei inzwischen? Nee, nö, finde ich nicht. Ich mir macht es immer noch großen Spaß und ist natürlich auch beruhigend. Wenn man so, ich finde es, ja, hat auf jeden Fall was mit. Ich finde Laufen ja noch mehr entspannend. Aber Zeichnen kann auch sehr entspannend sein. Und malen. Sich so gemütlich hinsetzen, Tasse Tee, Licht anmachen, gerade jetzt in den Wintermonaten und zeichnen. Macht das mal, ihr werdet sehen, es bringt viel Freude.
Er bekommt mit Breaking the Law Satans Hand. Frag mich nicht warum. Er sieht einfach so aus. Ich meine, guckt euch Bob Ross an. Das ist doch auch total entspannt und es ist natürlich auch echt viel, hat viel mit Effekten zu tun, Bob Ross. Dass man denkt, oh wow, mit so einem Pinselstrich kann ich, mit zwei so Pinselstrichen kann ich einen Busch kreieren. Und es muss ja auch nicht jeder, der überkreative, dass er eine eigene Welt erschafft. Das bringt doch auch schon Spaß, wenn man sich's aneignen kann. Genau, der Vogel war auf der G20-Demo. Der ist total sauer, weil gestern seine Wohnung durchsucht wurde beim großen Razzia-Einsatz. Gegen links. Ich dachte am Anfang noch, dass der Vogel duscht. Tja, falsch gedacht. Also ob es ein Vogel ist, ist die Frage. Weil er hat ja einen Arm. Also ist er, wenn überhaupt, ein Schnabelwesen. Tut mir leid, dass ihr so meine halbe Backe seht. Ich habe so Panik gehabt heute, ist mir aufgefallen, dass meine Bahncard fehlt und ich fahre morgen, nee, am Samstag nach Hannover und habe mir das über die App gekauft. Dann habe ich mir gedacht, eigentlich, wenn man die App, da muss man seine Bahncard eintragen, seine Nummer. Nee, gibt keine Neuigkeiten vom Vater, von dem Helikopter-Parent. Und habe ich gedacht, warum muss man eigentlich noch seine Bahncard vorzeigen? Und warum muss man seine Kreditkarte vorzeigen? Was ist das für ein Blödsinn? Wenn man die App hat und das alles nur über die eigene Kreditkarte geht, der Amazon, der Paketbote, der sagt ja auch nicht so, zeigen Sie mal Ihren Ausweis her, ob Sie überhaupt der sind, der da mit der Philipp Jordan Kreditkarte was bei Amazon gekauft hat.
Und sowieso, warum geht es nur in eine Richtung mit dem, dass die App so deutlich ist und so korrekt und dass man nur den einen Zug... Warum ist es nicht so, dass wenn ich ein Zugticket über die App geholt habe und dieser Zug hat dann 2 Stunden Verspätung, dass mir ganz automatisch die Hälfte des Geldes zurücküberwiesen wird? Warum muss ich da nicht hinterher sein? Warum muss ich da hingehen? Dann gucken Sie hier, ich habe das Ticket gekauft. Warum ist das so? Was ist das für eine Kacke? Kann nicht mal jemand, der sich so ein bisschen anwaltmäßig fit ist, einfach so die Deutsche Bahn irgendwie anzeigen oder sowas? Das geht mir tierisch auf den Sack, dass man da immer alles zeigen muss. Muss ich mit meiner Kreditkarte, die nur ich haben kann, mit der App, wo ich die Nummer meiner... ich müsste reichen, dass ich mich ausweise. Und zwar mit meinem Perso oder meinem Führerschein. Nicht, dass ich zufällig auch noch die Kreditkarte dabei haben muss und die Bahncard. Was ist das für ein Scheiß? Ey, viel Spaß, Fuzzi. Beim Arbeiten. Ja, ich könnte ihn auch so ein bisschen böse gucken lassen. Doch, das geht. Breaking the law, breaking the law. Entschuldigung. Also, wenn ich sage, mal mir mal ein Bild und es soll das und das mit drauf sein, selbstverständlich auf deine Art gemalt. Natürlich mache ich das, Auftragsarbeiten. Natürlich. Die haben natürlich einen anderen Preis. Die Leute denken immer, dass alles praktisch in so einem komischen Low-Budget-Bereich wie meine Auktion endet. Aber das ist natürlich nicht so. Aber ich meine...
Fuzzi, da kann man sicher was machen in meinem Bereich. Ich würde dir auch im Notfall, falls ich Angst hätte, dass du das irgendwas ganz anderes erwartest, würde ich dir auch so eine grobe Skizze vorher machen. Aber mache ich. Natürlich mache ich Auftragsarbeiten, mache ich immer wieder. Ich muss noch für jemanden ein Teddybild zum Beispiel, ich meine, das ist jetzt nicht so eine komplizierte, ich musste mal einen Arschtiger malen. Da war ein Pärchen, da hieß sie die Biber, der Biberbär und er hieß Arschtiger als Kosenamen. Und dann habe ich einen Tiger gemalt, der praktisch einen befällten Po als Mund hatte. Das ist gar mal sehr schwer. Aber den müsste ich eigentlich nochmal suchen, das Bild. Das ist nämlich echt gut gelungen damals. Die sind aber leider, glaube ich, nicht mehr zusammen, weswegen die Geschichte ein... Vielleicht bringe ich ja Unglück, nein. Nein, 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 Leute, glaubt nicht an Unglück. Kauft weiterhin bei mir Bilder. Ich gucke gerade Ozark. Habe ich gestern schon gesagt, sage ich aber nochmal. Mir ist scheißegal, ob ich es nochmal, ob ich es schon mal gestern gesagt habe. Ist eine echte, spaßige Serie. Ich hab's vergessen. Ach ja, das könnte man denn. Überleg. Ich da noch so ein Akzent setze, überlege ich. Ich glaube, das mache ich. So, ich dachte schon, ich müsste jetzt direkt aufhören, um Podcast aufzunehmen, aber ich habe noch bis circa 13.30 Uhr Zeit. Hey, Schokolade Lips. Chocolate Lips meine ich. Schokolade, Schokolade. Wie geht's dir, Chocolate Lips? Warum nennst du dich Chocolate Lips? Hast du braune Lippen? Hast du afrikanische Wurzeln? Oder bist du einfach ein Schleckermaul?
und isst gerne Schokolade. Podcast? Fat Boys Run. Ich muss mal da sowieso unten in meine Buttons die ganzen Podcasts, die ich mache, reinschaufeln. Es gibt ja ein paar neue. Mathelehrer mit Mundgeruch. Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Und die Klassiker natürlich. Happy Day. Zelluloide. Fat Boys Run. Würde ich auch als Klassiker bezeichnen inzwischen. Gibt es ja schon einige Jahre. Hier muss ich warten, bis das Blau richtig getrocknet ist und dann nochmal darüber gehen. Das ist gerade eine einzige Soße. Chocolate Lips hat noch nicht geantwortet. Sprecht mit mir. Warum muss das immer so eine Einbahnstraße sein? Ich meine, ich muss jetzt sowieso gleich Schluss machen! Ich muss mir noch was zu essen bestellen. Zumindest a painting a day. Ich glaube, das mache ich echt. Dass ich jetzt immer jeden Tag hier mindestens ein Bild mal. Sorry. Bist so leise? Bin ich so leise? Nee. Erzähl mal. Ganz kurz. Ich habe gefragt, ob du wegen Chocolate Lips, ob du gerne nascht oder ob du afrikanische Wurzeln hast. Oder ob du ein ganz besonders dirtyes Hobby hast. Anal Licking. Nee, es liegt eher an der Schokoladensucht. Oh, ich habe auch gedacht, mich heute gefragt, ob ich schokoladensüchtig bin, weil ich so schön gelaufen bin heute Morgen und dann habe ich gefressen, ekelhaft. Ekelhaft. Was anderes kann man da einfach nicht sagen zu. Das ist einfach ekelhaft. Müssen wir mal aufräumen kurz. So lange unterhalte ich mich noch mit euch Süßen. Was isst du denn Süßes gerne? Was ist denn deine Lieblingsschoki? Schokoladenlips, Chocolate Lips. Was ist deine Weapon of Choice, wenn es um Schokolade geht? Boah, ist das alles ein Geschmiere hier. Das ist das Nervige an Olbars. Sie sind einfach dreckig. Aber. Ich finde ja die Bilder, die wir jetzt die letzten Tage ja echt schlimm und das alles wieder ausbrechen wollen. Ja, naja, so weit bin ich noch nicht. Aber das ist fast schon ein Fall für den Psychologen, wenn du danach
den Drang verspürst, es wieder zu erbrechen. Kinas, es war mir eine Freude wie immer. Ich muss Schluss machen an die ganzen 10 Leute. Unten bei Facebook habe ich wieder tolle Bilder. Heute kann man dieses Bild ersteigern. Und die Tage danach seht ihr, wenn ihr rumscrollt. In diesem Sinne, ich wünsche euch wunderschönes Wochenende. Ich bin morgen, vielleicht bin ich morgen nochmal online, aber am Samstag und Sonntag bin ich in Hannover, da werde ich nicht streamen. Vielleicht nehme ich meinen Selfie-Stick mit und mache ein bisschen IRL-Streaming. Ich wünsche euch was, liebe Kinder.